Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der Menschen, die das Unmögliche überlebt haben. Was the story of the marvelous man true? If so, how in the world did he manage to escape? In dieser Liste stellen wir Menschen vor, die unvorstellbar schreckliche und scheinbar tödliche Ereignisse überlebt haben. Welche dieser Geschichten findet ihr am verrücktesten? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Chris Gursky. 3, 2, 1, go! Wenn es etwas gibt, das man aus dieser Geschichte mitnehmen kann, dann ist es, denkt daran, eure Klimmzüge zu machen. Während seines Urlaubs in der Schweiz beschloss Chris Gursky, einen kleinen Drachenflug zu machen. Leider vergaß der Pilot, das Sicherheitsgurtzeug anzubringen, und Gursky musste sich buchstäblich um sein Leben lang festhalten. Mehr als 2 Minuten lang baumelte Gursky hunderte Meter über dem Boden am Drachen und wurde nur durch seine Griffkraft vor den Bäumen unter ihm gerettet. I was slipping slowly with my right hand from his neck all the way down to the bottom of his leg. My left hand I locked onto that bar and I wasn't letting go. Glücklicherweise schaffte Gursky es lebendig nach unten, obwohl er sich bei der unsanften Landung das Handgelenk brach. Die schreckliche Tortur hat Gursky nicht vom Drachenfliegen abgehalten und er hat nie rechtliche Schritte gegen das Unternehmen eingeleitet. If I had the chance to fly with them again, I would. Nummer 9. Aaron Ralston. Heutzutage kennt jeder die unglaubliche Geschichte von Ralston durch Danny Boyles 127 Hours. Im April 2003 wanderte Ralston allein im Blue John Canyon in Utah, als sein Arm durch einen schrecklichen Unfall von einem 800 Pfund schweren Felsbrocken eingeklemmt wurde. Ralston verbrachte 5 Tage in dem engen Slot Canyon und glaubte fest daran, dass er sterben würde. Am Ende des 5. Tages hatte er Abschiedsbotschaften für seine Familie auf Video aufgenommen und seinen Namen, sein Geburtsdatum und sein voraussichtliches Todesdatum in die Wand geritzt. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Nach einer Halluzination, in der er sich selbst mit einem kleinen Kind sah, tat Ralston das Unmögliche und amputierte seinen eigenen Arm mit einem billigen Multitool. Es ist eine spannende Überlebensgeschichte, ein brillantes Beispiel für menschlichen Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen. There will never be a more powerful experience for me. It was absolutely the greatest feeling to be given the chance to get out of here. Nummer 8. Mauro Prosperi. 1994 beschloss der italienische Fünfkämpfer Mauro Prosperi, am Marathon des Sables teilzunehmen, einem Ultramarathon, der sich über 150 Meilen durch die Wüste Sahara erstreckt. 4 Tage vor dem Start verirrte sich Prosperi in einem heftigen Sandsturm und suchte schließlich in einem verlassenen Schrein Schutz. Intanto inerm. I'm killing myself against similar conditions tomorrow! So disorienting! Dort versorgte er sich mit Flüssigkeit, indem er an Feuchttüchern saugte und das Blut der Fledermäuse trank, die er fangen und töten konnte. Später versuchte er, sich das Leben zu nehmen, aber das schlug fehl und er suchte weiter nach Rettung. Nel coprirmi, mi è uscita la fede è scivolata e è andata in mezzo alle dune. E a quel punto ho detto caspita. All'inizio evidentemente è il mio destino, anche la fede l'ho persa. Prosperi stieß schließlich auf Ziegenkot in der Wüste und folgte ihnen zu einem örtlichen Lager, das von Tuareg-Nomaden bewohnt wurde. Nachdem er 1,5 Wochen allein in der kargen Wüste überlebt hatte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. I 9 giorni è come se fossero stati quei 9 giorni lì che io ero dentro la pancia del deserto e poi sono rinato. Nummer 7. Ludger Silberis. 30.000 dead, one man alive. How? Saint-Pierre, Martinique, bekannt als das Paris der Karibik, wurde 1902 durch den Ausbruch des Berges Pelé verwüstet. Um 8.02 Uhr am 8. März zerstörte eine Glutlawine die gesamte Stadt und hinterließ nur wenige Überlebende. Einer davon war Ludger Silberis. In der Nacht vor der Eruption wurde Silberis nach einer körperlichen Auseinandersetzung ins Gefängnis geworfen. Er wurde in eine Zelle gesteckt, die dank ihrer Steinwände, der schlechten Belüftung und der unterirdischen Lage der sicherste Ort in der kompletten Stadt war. The cell he was in had been built as a armory, as a place to store ammunition. So it had been built with incredibly thick walls, and it so happened that the only openings in it faced away from the eruption.
Silberus überlebte den Strom, erlitt aber schwere Verbrennungen durch die heiße Luft, die durch das kleine Gitter eindrang. Später tourte er mit dem Barnum und Baileys Zirkus und wurde als der Mann, der den jüngsten Tag überlebte, angepriesen. How could an eruption kill a town's entire population save one? No volcano in history had ever been so thorough in its devastation and yet so selective. Nummer 6. Anna Bjørgenholm. Am 20. Mai 1999 war Anna Bjørgenholm mit Arbeitskollegen zum Skifahren unterwegs, als sie in einen zugefrorenen Fluss stürzte und mit dem Kopf und dem Oberkörper unter einer etwa 10 cm dicken Eisschicht eingeklemmt wurde. Anna was trapped hopelessly beneath the ice and was slowly but surely freezing to death. Bjørgenholms Kollegen versuchten vergeblich, sie zu befreien. Glücklicherweise konnte Bjørgenholm ein Luftloch finden, aber 40 Minuten lang im eiskalten Wasser führten zum Herzstillstand. Sie wurde schließlich von einem Rettungsteam befreit und mit einer Körpertemperatur von 13,7 Grad Celsius ins Krankenhaus gebracht. Der niedrigste Wert, der jemals bei einer versehentlichen Unterkühlung gemessen wurde. Even though Anna looked dead, the doctors knew that the hypothermia, the very thing that had stopped her heart, might also have preserved her brain. Bjørgenholm gab nach einer umfangreichen Operation erste Lebenszeichen von sich und erholte sich später monatelang im Krankenhaus. Inzwischen hat sie sich vollständig erholt, abgesehen von einigen Nervenschäden an Händen und Füßen. So now I'm back to work as a normal doctor. I do exactly the same things as everybody else. And you're out skiing, yeah, I understand, cool. Yeah, and yeah, so yeah. Doing everything you were before. Yeah, I take a bit more care. Nummer 5. Vesna Vulovic. Viele Menschen haben Höhenangst, aber das hier hebt die Sache auf eine ganz andere Ebene. Vesna Vulovic arbeitete als Flugbegleiterin, als der Jetflug 367 im Jahr 1972 über Deutschland bombardiert wurde. Alle anderen an Bord wurden durch den Druckabfall aus dem Flugzeug geschleudert, aber Vulovic hatte unglaubliches Glück, als sie von einem Essenswagen im Rumpf eingeklemmt wurde. Dann ritt sie mit dem Rumpf 33.000 Fuß tief zu Boden, wo der Aufprall durch hohe Bäume und tiefen Schnee abgefedert wurde. Ihre Verletzungen waren schwer, aber Vulovic überlebte, nachdem sie von einem Dorfbewohner gefunden wurde. Sie erlitt eine Amnesie und war kurzzeitig von der Hüfte abwärts gelähmt, aber Vulovic erholte sich schließlich, wenn auch mit einer verdrehten Wirbelsäule und einem Hinken. Nummer 4. Harrison Okene. Der nigerianische Koch Harrison Okene arbeitete auf einem Schlepper, als dieser einen Öltanker im Atlantik stabilisierte. Found one, yeah? Oh, he's alive. Unglücklicherweise traf das Boot auf heftige Wellen und kenterte, sodass es 100 Fuß tief auf den Meeresboden sank. Während die meisten Besatzungsmitglieder bei dem Unfall ums Leben kamen, blieb Okene am Leben und machte sich in völliger Dunkelheit auf den Weg zum Büro des Ingenieurs. It's a once-in-lifetime miracle. It's beyond belief. How did this guy survive for 60 hours underwater? Das Büro war etwa einen Meter hoch und enthielt ein Luftloch, in dem Okene atmen konnte. Er bastelte sich eine behelfsmäßige Boje aus einer Matratze und blieb über 60 Stunden lang in der stockfinsteren Luftkammer. Schließlich wurde er von einem Team von Tauchern gerettet, das die Leichen bergen sollte. Stellt euch ihre Überraschung vor. Divers gave him an oxygen mask and put him in a diving bell to get him the 30 meters to the surface. He was the only survivor from the 12-member crew. Nummer 3. Das Wunder der Andenüberlebenden. Dieses Ereignis ist eine der spektakulärsten Überlebensgeschichten aller Zeiten und wurde in Literatur und Film verewigt. Jesus! Am Freitag, den 13. Oktober 1972, stürzte der Flug 571 der uruguayanischen Luftwaffe in den Anden ab und ließ 34 Überlebende auf einem eiskalten Berg zurück. In den folgenden 72 Tagen mussten die Überlebenden unzählige Strapazen auf sich nehmen. To stay alive, the survivors huddled together inside the plane's fuselage, sharing their body heat. At 4,000 meters, temperatures outside can drop as low as minus 40 degrees Celsius at night. Their only hope is to be rescued. Viele erlitten bei dem Absturz lebensgefährliche Verletzungen und 17 Tage nach dem Unfall wurde das Gebiet von einer tödlichen Lawine heimgesucht. Alle litten unter lähmendem Hunger, sodass das Undenkbare Wirklichkeit wurde. No. Dead? Ohne Hoffnung auf Rettung kletterten zwei Überlebende auf einen 15.000 Fuß hohen Gipfel und wanderten bis nach Chile, wo sie schließlich Hilfe fanden. Von den ursprünglich 34 Überlebenden schafften es nur 16 nach Hause. Nummer 2.
Louis Zamperini und Russell Phillips. Der Krieg ist für jeden die Hölle, aber diese Männer erlebten eine besondere Art der Hölle. Während eines Rettungseinsatzes südlich von Oahu erlitt eine B-24 einen technischen Defekt und stürzte ins Meer. Von den 11 Menschen an Bord überlebten nur 3. They were now floating in the middle of 65 million square miles of water. An Bord der Rettungsinsel hatten die Männer mit Hunger und Dehydrierung, Haiangriffen, gefährlichen Stürmen und sogar mit japanischen Bomben zu kämpfen, die versuchten, sie abzuschießen. Sie ernährten sich von Regenwasser und Fisch. Der dritte Mann, Francis McNamara, starb schließlich. Aber Zamperini und Phillips schafften es nach 47 Tagen auf See zu den Marshallinseln. I got good news. And bad news. Sie wurden jedoch von den Japanern gefangen genommen und als Kriegsgefangene gehalten, während derer sie häufig geschlagen wurden. Allen Widrigkeiten zum Trotz überlebten sie und wurden nach Kriegsende freigelassen. Bevor wir unsere Nummer 1 enthüllen, gibt es hier noch einige lobenswerte Erwähnungen. Anatoly Bugorski. Der russische Physiker überlebte einen Protonenstrahl mit 300.000 Röntgenstrahlen auf dem Kopf. Violet Jessop, aka Miss Unsinkable. Diese Stewardess überlebte 2 Sinkflüge, darunter den der Titanic. Ralph Laws und Helen Claiborne. Beide überlebten 49 Tage in Nordkanada nach einem Flugzeugabsturz. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Tsutomu Yamaguchi. I have walked and crawled through the bottom of hell. I should be dead, but it was my fate to keep on living. Der japanische Schiffsingenieur Tsutomu Yamaguchi war geschäftlich in Hiroshima, als die Vereinigten Staaten am 6. August 1945 eine Atombombe auf die Stadt warfen. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Yamaguchi war Zeuge der Explosion und wurde vorübergehend blind. Außerdem erlitt er Strahlungsverbrennungen und gerissene Trommelfelle. Erstaunlicherweise kehrte er nach Hause zurück und meldete sich 3 Tage später bei der Arbeit. Sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause in Nagasaki. Während er mit seinem Vorgesetzten über die Bombardierung von Hiroshima sprach, bombardierten die USA auch Nagasaki. The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Desperately short of fuel, the crew released the bomb despite more clouds. Im Gegensatz zu seiner Erfahrung in Hiroshima blieb Yamaguchi unverletzt, obwohl er weniger als 2 Meilen vom Bodennullpunkt entfernt war. Obwohl er später unter Strahlenschäden litt, wurde Yamaguchi 93 Jahre alt und starb im Jahr 2010. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.